Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute habe ich den Glossybox-Adventskalender für euch. Ich bin zwar kein Glossybox-Abonnent mehr, schon lange nicht mehr. Ich habe euch auch irgendwann mal in einem Video gesagt, warum. Also Glossybox ist für mich abgeschlossen, aber der Adventskalender ist immer sehr schön, deshalb habe ich mir den gekauft. Ich habe dazu ein Abo abgeschlossen und ein flexibles Abo, damit ich den kaufen kann und habe das dann wieder gekündigt, ja. 79 Euro habe ich dafür bezahlt. Das heißt, der hat 25 Türchen, 3,16 Euro pro Türchen und Feel the Magic heißt er dieses Jahr. Ihr wolltet gerne, dass ich den auspacke und ich wollte den auch gerne auspacken, weil der ist jedes Jahr super gut. Und ja, wir gucken gemeinsam rein, was da so drin ist, ob der sich lohnt. Und falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Aber starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Es kommen ganz viele Adventskalender-Unboxings noch und ich habe auch schon ganz, ganz viele. Könnt ihr sehr gerne mal reingucken und das hier ist jetzt wie gesagt der Glossybox Adventskalender. Der ist super schön. Guckt mal, wie der aussieht. Der sieht so, so schön aus. Also das Design ist jedes Jahr ein Kracher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, den kann man wiederverwenden. Hinten steht Glossybox drauf. Der ist wirklich schon sehr, sehr schön. Ich habe mir noch keinen Unboxing angeguckt, habe aber schon ein paar Spoiler gesehen. Der sieht einmal so aus, also wirklich super schickes, edles Design. Mir gefällt das Design sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wunderschöner Kalender mit solchen Schubladen, die man rein und rausziehen kann. Und ja, es ist einfach ein schöner Adventskalender, kann man nicht anders sagen. Und für 79 Euro, wie gesagt, 3,16 Euro pro Türchen, denke ich, kann man da auch nichts falsch machen. Wenn ihr so ein super Angebot bekommt, schlagt da auf jeden Fall zu. Also sage ich euch am Ende nochmal, ob ihr zuschlagen könnt oder nicht, ob der sich lohnt, aber ich denke schon, der ist jedes Jahr schön. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ich packe alle 24 Türchen aus und wir gucken mal, was drin ist. Ich habe euch mal ein bisschen näher geholt und hier stelle ich die Produkte drauf, dann könnt ihr auch wieder immer gucken, was da so steht. Türchen Nummer 1, wir starten. Ich bin super gespannt. Ja, guckt mal, hier Türchen Nummer 1 fängt schon direkt toll an und zwar haben wir hier von Benefit, das The Professional Setting Spray Eimer drin. Das ist richtig, richtig gut. Das habe ich gerade auch in Anwendung. Auch diese Größe hier. Und das mag ich super gerne. 30 Milliliter. Ich finde das einfach richtig gut. Ich mag das. Das fixiert richtig schön das Make-up und gibt dem einen tollen Halt. Ich habe das heute auch drauf. Und ja, ich mag das sehr gerne. Schönes Türchen Nummer 1. Und ich finde das schön. Die sind immer noch mal geschützt, die Sachen. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch immer noch sehr, sehr schön. So, Türchen Nummer 2. Die Box an sich ist auch eigentlich immer ganz cool, nur der Kundenservice ist so schrecklich, Leute. Ja, so, Türchen Nummer 2. Hier ist ein Mudmaski-Produkt drin, das sehe ich schon. Und zwar ein Pearl Polish Super Glow, eine Pink Clay Mask. Also das ist eine Gesichtsmaske, die gibt Glow, exfoliert, soll die Poren verfeinern, Renewing und Softening steht hier drauf. Ja, die sind ja, das ist eine niederländische Marke und die sind auch relativ teuer. Matte Maski ist aber nicht so meine Marke, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Produkte haben mich noch nie so gecatcht. Keine Ahnung warum. Türchen Nummer 3 hat auch ein richtig schönes Produkt drin und zwar von Kiehl's. Einmal die Ultra Facial Cream, 14 Milliliter. Das ist die Lightweight, also das ist eine leichte und 24 Stunden Feuchtigkeit soll die geben. Auch ein super tolles Produkt, finde ich. Drei richtig schöne Produkte, kann man nicht meckern. So, Türchen Nummer 4. In der Nummer 4 haben wir drin, und zwar von der Marke Paradox, ein Repair Game Changer, eine Haarmaske. Ja, Paradox ist so eine Marke, die Sachen finde ich jetzt nicht so krass gut, ehrlich gesagt, aber ja, kann man dann mal austesten, ist eine Maske. Da hatte ich mal einen Conditioner von, den fand ich irgendwie gar nicht gut. Also das ist auch so eine Marke, die spricht mich persönlich nicht so sonderlich an. Weiter mit Türchen Nummer 5. In der 5 haben wir auch wieder irgendeine Tube. Oh, Photoface, okay. Das hatten wir halt schon in Boxen öfters drin gehabt. Photoface, Photofinish-Effekt in a Flash. Das ist ein Primer fürs Gesicht, ne? Ja, ich weiß nicht, den hatten wir halt schon ganz oft schon drin. Doctors Cosmetical heißt der. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist so ein Produkt, das hätte ich jetzt überhaupt nicht hier drin gebraucht, weil man das schon 100 Mal in Boxen hatte, wisst ihr. Aber bestimmt für jemanden, der die Box noch nie hatte, ein schönes Produkt, ne? So, Nummer 6, das ist ein Riesentürchen, das größte Türchen hier einmal drin.
Und hier haben wir, guckt mal mit rein, ein Body Spray von No Cosmetics. Das ist aber schön. Das ist dieses Rebalance Body Spray mit Algenextrakt und Inulin und Extrakt aus schwarzem Hafer. Reduziert Hautunreinheiten, Rötungen, reguliert das Mikrobiom der Haut und bringt sie wieder ins Gleichgewicht. Ja, das ist ein Body Spray, ein Full-Size-Produkt. Sehr schön. Das finde ich ein richtig gutes Produkt. So, Tür Nummer 7. In der 7 haben wir, guckt mal, in der 7 ist eine Wimpernzange ist hier drin von Essence. Guckt mal, die kann man aber auch gut gebrauchen. Schön, ein Essence-Produkt, ein Eyelash-Curler. Den finde ich gut. Auch eine super Sache, ne? So ein Eyelash-Curler, wenn man noch keinen hat oder einen auf Ersatz, kann man gut gebrauchen. In der 8 haben wir die Marke Elemis drin. Und zwar den Bro Collagen Energizing Marine Cleanser. Der ist gut. Das ist ein Anti-Aging-Cleanser, 30 ml und der ist auch nicht günstig. Ja, das ist ein schönes Produkt. Also Elemis bin ich ein Fan von. Ich mag das auch, wenn es in Boxen öfters drin ist. Das ist aber eine sehr gute Qualität. Es geht weiter mit Türchen Nummer 9. In der 9 haben wir ein Produkt drin, was wir auch schon öfters in Boxen drin hatten. Das ist ein sehr gutes Produkt. Das ist ein Lippenöl mit Kokosnussduft von Seattle London Everyday Wacay. Das ist ein, ja, Lippenöl, aber das gab es halt auch schon öfters. Das ist kein Produkt, was jetzt so, wow, ne? Also, ja, es ist okay. Wie gesagt, ich denke, wenn jemand die Boxen noch nicht hatte, ne, Look Fantastic, Glossy Box, Pink Box und so weiter, und hat die Produkte nicht, dann freut man sich darüber total. Bei mir ist das halt so eine Sache, weil ich halt die Produkte alle schon kenne, ne? So, Türchen Nummer 10. Oh, in der 10 ist was Schönes drin. Guckt mal, hier haben wir eine Yankee Candle drin. Und zwar eine Coconut Beach Kerze, das passt ja nicht so nach Weihnachten, ne? Aber die riecht gut, oh, die riecht gut. Die Yankee Candles sind echt immer gut und das ist so eine kleine, so eine 37 Gramm Kerze. Passend zu dem Lippenöl haben sie sich wahrscheinlich gedacht, keine Ahnung. So, Türchen Nummer 11, was haben wir hier? In der Nummer 11 haben wir einmal meine Lieblingsgummis zurzeit. Und zwar sind das die Invisibobbles, dieses Brunchies, das sind... Innen drin sind diese Invisibobbles und außenrum ist sowas wie Seide, sag ich jetzt mal. Ich mag die super gerne, meine Haare mögen die. Und es ist ein silbernes und ein roségoldenes. Die hebe ich auf jeden Fall für mich auf. Die benutze ich zum Beispiel sehr gerne und da freue ich mich total drüber. So, Türchen Nummer 12. So kann es halt auch sein, dass hier halt Produkte drin sind, die man sehr gerne mochte. Und dass man die dann jetzt wieder drin hat. In der Nummer 12, das ist die Halbzeit übrigens, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Kalender bisher findet. Hier ist ein Nail Highlighter drin und zwar von Gitti. Der ist aber schön, Leute. Das ist so ein Glitzerüberlack, der sieht super, super schön aus. Sehr tolle Glitzer-Schimmer, also so ein bisschen metallisch ist der. Das ist ein super schönes Türchen. Das hatten wir auch noch nirgendwo drin. Tolles Produkt. So, Türchen Nummer 13. In der 13, wo ist überhaupt die 13? Das ist eine große Tür. Haben wir, oh schön, von Zoeco was drin. Und zwar ein Seidenkissenbezug. Das ist aber schön. Das ist so ein längliches Kissen. Guckt mal. Wie nennen die sich? Ich habe so eins nicht. Das ist, glaube ich, 80x40 ist das dann, ne? Auf jeden Fall, ja, sieht das einmal so aus. Muss man natürlich noch bügeln, ne? Aber ein Seidenkissen, das finde ich sehr, sehr schön. Tolles Produkt. So, Türchen Nummer 14. Falls ihr das noch nie ausprobiert habt und auch nichts habt, guckt mal, ne? Wenn ihr vielleicht morgens Probleme habt, dass ihr so faltig ausseht oder vielleicht auch arg schwitzt oder sowas, testet mal Seide aus. Ich finde das wirklich gut. Also ich muss sagen, mein Kissen, ich liebe das, ne? So, hier haben wir in der 14 von Real Hair einmal was drin und zwar eine Lengths Volume Mascara von Real Hair. Real Hair kenne ich von, da habe ich einen Augenbrauenstift mal von gehabt, den fand ich sehr, sehr gut und die Marke ist auch nicht so schlecht, ne? Finde ich auf jeden Fall auch ganz spannend, eine Mascara. Übrigens ist bei dem Kalender, das habe ich ganz vergessen euch zu zeigen, weil ich es auch nicht benutze, hier einmal Feel the Magic zum Scannen sowas dabei, ne? Da kann man das scannen, das könnte ich ja eigentlich mal machen und dann kann man hier ja auch immer die Produkte gucken, was die kosten und so weiter, das machen wir jetzt gerade mal. Hier sieht man zum Beispiel auch, dass man bei der Kiehl's Creme noch eine Calming-Maske hätte haben können. Also die Produkte sind wohl nicht alle gleich in diesem Kalender. So, wir sind jetzt angekommen bei den Yankee Candles hätte man auch von 4 verschiedenen eine haben können. Ja, so da gibt es auch Unterschiede tatsächlich.
Wusste ich auch nicht, dass es hier Unterschiede gibt. Jetzt kommen wir zur Türchen Nummer 15. Nummer 15 hat ein schönes Produkt drin von Molton Brown. Und zwar Zypress NC Fennel. Einmal diese Dusche, beziehungsweise Dusche und Badezeug in einem ist es ja. Und den Duft mag ich auch super gerne. Ne? Mein Freund mag den auch. Und das sind 50 Milliliter. Molton Brown ist schon eine schöne Marke. Die haben tolle Düfte und ich freue mich immer, wenn irgendwie was drin ist, weil es halt so teuer ist. Und dann freut man sich, ne? So, Türchen Nummer 16. In der Nummer 16 haben wir auch ein Produkt, was wir auch schon so oft hatten. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist einmal dieses Balance Me Radiance Face Oil. Das ist so ein Roller. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist so ein Gesichtsroller, ne? Da könnt ihr euch das Öl mit aufrollen. Ich habe den schon mal aufgebraucht, fand den auch ganz gut. Braucht den aber nicht unbedingt nochmal, ne? Also ich fand den jetzt nicht schlecht, aber was ich schon mal getestet habe und jetzt so okay fand, das hole ich mir dann nicht nochmal. Aber ich denke, für jemand, der das gern mag, auf jeden Fall, warum nicht, ne? Das war jetzt auch kein schlechtes Produkt und das soll 18 Euro normalerweise kosten, ne? So, kommen wir zur 17. In der 17 habe ich gerade schon gesehen, weil ich weiter geblättert habe, was da drin ist. Von der Marke Symbiosis. Das ist eine Marke, das ist sowas wie Avant. Ich mag's nicht. Also diese Marke wird so hochpreisig hier an, also 115 Euro, bitte, bitte, 115 Euro soll diese 30 Milliliter kosten, das ist einfach Humbug, ne? Und deshalb, das ist auch bei den Boxen, was ich nicht mag, damit treiben die immer diesen Gesamtwert in die Höhe und das ist auch bei dem Kalender hier so. Der Kalender soll ja, glaube ich, auch über 600 Euro Gesamtwert haben, ja, wenn das hier schon mit 115 Euro drin ist, angegeben, das ist ein Gesichtsserum, ne? Ein revitalisierendes und redifying Serum mit Probiotika und Retinol. Also, ich gebe das auf jeden Fall weiter. Für mich ist das Serum nicht wert. Das ist ja auch kommt in einer ganz einfachen, billomäßigen Verpackung. Wo soll man denn da denken, dass das 115 Euro wert ist? Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde das ein bisschen, die Marke Symbiosis London ist nicht so wie Avant bei mir, ne? Ich mag es nicht. Sorry, Leute, aber das ist einfach meine ehrliche Meinung, ne? Ich bin da wirklich kein Fan von. Und ja, deshalb, ich sag's euch ehrlich, so wie es ist, ich mag's halt einfach nicht. Ich weiß, viele mögen die Marke, aber ich nicht. So, Türchen Nummer 18 haben wir einmal ein Luvia Eyeliner drin in der Farbe Dazzling Gold. Und da gucke ich jetzt gerade mal. 12,90 Euro soll der kosten und der ist, das ist ein goldener Eyeliner. Den mache ich mal auf. So, das ist so ein goldener Eyeliner, den swatche ich euch mal. Das ist wirklich so ein Gelbgold. Ja, seht ihr das hier? Das ist so ein Gelb-Gold, man sieht das, glaube ich, nicht richtig. Auf jeden Fall ein Eyeliner, den kann man auch so ein bisschen verblenden, ja, den finde ich nicht schlecht. Luvia ist ja auch eine schöne Marke, von daher finde ich es gut, ja, also sowas kann man immer gebrauchen. So, Türchen Nummer 19. In der 19 haben wir von Rodial was drin, das ist auch eine sehr hochpreisige Marke, meine ich. Das ist ein Vitamin C Papaya Enzym Scrub, also fürs Gesicht, das sind 20 Milliliter. Genau, das ist ein Scrub. Ja, das ist flüssig. Ich dachte, weil Enzym kenne ich nur so als Puder. Brighten and Renew. Ja, das ist auch ein Produkt, was ich gerne mal ausprobiere. So, jetzt kommen wir, das soll übrigens 19 Euro kosten. Jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 20. Nummer 20 haben wir hier und hier haben wir auch ein Produkt, was wir schon öfters drin hatten. Model & Co. ein Highlighting Shimmer Whip. Das ist ein Flüssig-Highlighter von Model & Co., hatten wir schon öfters in Boxen drin, auch in den Sale-Boxen war das öfters schon drin gewesen. Ja, das ist so ein Flüssig-Highlighter. Ich mag den nicht, wie gesagt, weil der schon öfters wo drin war. Ich finde den langweilig. Das Produkt, das Türchen finde ich langweilig, ne? Aber das Produkt an sich ist ganz okay. Wisst ihr, das ist halt so, wenn man die Box schon öfters hatte und Sale-Boxen, dann weiß ja auch nicht. So, Türchen Nummer 21. Hier haben wir etwas von Lavera drin. Das ist ja cool. Und zwar haben wir hier einen Naturkosmetik-Lippenstift drin in der Farbe Rosewater. Das scheint ein rosiger Schimmerton zu sein. Ich öffne das mal. Es kann aber sein, dass ich den an euch weiter verlose. Ja, guckt mal, das ist einfach so ein schimmernder Lippenbalsam. Sieht aber sehr, sehr schön aus. Den werde ich aber weitergeben, weil der ist jetzt nicht so krass, dass man den, also ich den müsste ich jetzt nicht unbedingt behalten. Wisst ihr, wie ich meine? Der ist aber schön. Also ich habe aber genug solche Teile. Türchen Nummer 22. 22 hat was von der Marke Earth Harbor drin. Das ist eine gute Marke. Aqua Aura, eine Eye Cream. Reparativ Eye Cream. Also die Marke, die ist ganz gut. Die haben so Serien für den Körper und so weiter, ne? Und ich gucke gerade mal. Bei dem Lavera hätte man übrigens auch noch eine andere Farbe drin haben können. So ein
ja, so ein Rosé-Ton. Und das hier ist eine Aquacreme, die kostet 34 Euro normalerweise. Die sieht einmal so aus. Also das ist ganz interessant, das Produkt, weil das hatten wir noch nirgendwo drin. Das kommt auch hier in einem Glas-Tiegelchen. Das sieht wirklich sehr, sehr ansprechend aus. Ne? Türchen Nummer 23, es geht schon dem Ende zu. In der 23 haben wir einmal Barbour drin, und zwar Active Night. Das ist ein Rejuvenating and Soothing. Das sind Ampullen. Ampullen sind hier eigentlich jedes Jahr drin von Barbour, und das ist immer schön. Die sind gut. Ich will gerade mal gucken. Die kosten 39,90 Euro. Ne? Barbour-Ampullen sind wirklich, wirklich teuer. Und die sind aber gut. Die reduzieren Knitterfalten über Nacht. Das passt ja perfekt zu dem Kissen. Ne? Dann dürfte man ja total fresh aufwachen, wenn man die beiden Sachen zusammen anwendet, beziehungsweise auf dem Kissen schläft und die Ampullen benutzt. Aber die finde ich wirklich gut in dem Kalender, ja. So, Türchen Nummer 24. Wir haben ja 25 Türchen. In der 24 haben wir was von Brushworks drin, und zwar ein Pinselset. Hier ist ein Pinselset drin, eine Limited Edition Complete Eye and Brow Set und einmal so Powder Puffers. Powder Puffers nutze ich sehr gerne, ich habe hier auch welche liegen und benutze die momentan wirklich gerne. Ich zeige euch die mal. So sehen die einmal aus, ne? Solche, da kann man halt Puder oder Make-up oder sowas mit auftragen. Solche Quasten sind das. Also gerade für Foundation finde ich das echt nicht schlecht. Ich zeige euch gerade mal, ich habe hier so braune gerade hier liegen, ne? Und die benutze ich auch ganz gern. Die kann man auch gut waschen. Also das hier wurde jetzt gewaschen und das sieht super aus. Ja, einmal diese Teile, und dann sind noch Pinsel einmal hier drin. Ja, die sind noch zu. Ich mache die aber mal auf. Und ich muss mal gerade einen rausholen. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist von diesen Brushworks Pinseln. Ja, die Qualität scheint ganz okay zu sein. Aber das ist so eine Mischung aus, ist ganz gut, macht einen ganz hochwertigen Eindruck, aber ist trotzdem irgendwie wie aus dem 1-Euro-Laden. Wisst ihr, wie ich meine? Die haben nicht so eine krass gute Qualität. So vom Griff her, von den Pinselhaaren fühlen die sich nicht so gut an. Ne? Also ich finde es jetzt nicht so, haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, ehrlich gesagt, dieses Set. Dieses Set soll 29 Euro kosten. Gut, das ist auch schon ein bisschen was, aber es ist nicht so hoch angesetzt, zum Glück. Jetzt kommen wir zum Türchen Nummer 25. In der 25 haben wir was drin, was ich schon gesehen habe. Und zwar eine Lidschattenpalette. Eine Lidschattenpalette von Bella Pierre mit 35 Farben. So, und ich zeige euch mal die Palette. Also die ist wirklich schön, ne? Das ist eine wunderschöne Palette. Und ich zeige euch auch mal die Farben. Die ist halt groß, ne? Die hat viele, viele Farben hier mit drin. Seht ihr das? Ich will die Folie nicht abmachen, weil die wird nicht bei mir bleiben. Die hat zu viele Töne drin, die ich schon habe. Und ja, keine Ahnung. Also die ist auf jeden Fall, hier sind so zwei, drei richtig schöne Töne drin. Dieser lila Ton, dann einmal dieser Schimmerton hier unten, der blaue Schimmerton, dieser grünliche. Ja, also es ist eine sehr schöne Palette, und die ist angegeben mit 50 Euro kostet die. Ne? Bella Pierre ist aber jetzt auch nicht so die Marke, die mich so krass catcht. Von daher, also ich werde die Palette gern an euch weitergeben und oder an meine Mama oder so. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall eigentlich eine schöne 25, oder? Ihr Lieben, das war der Glossybox Adventskalender 2023. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr die Produkte? Wie findet ihr den Kalender? Also ich muss sagen, er ist mittelmäßig. Er haut mich nicht vom Hocker, weil viele Produkte da drin sind, die mich eher langweilen oder die ich nicht so gerne mag. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich würde den mir, also 79 Euro ist okay, ne? Da kann man dann nicht meckern für die Palette und so weiter, ne? Für die Barbour-Ampullen, für Benefit. Es sind schön Marken mit dabei, Elemis, Benefit, Bella Pierre ist auch ja nicht schlecht, ne? Yankee Candle. Aber der Kalender reißt mich nicht vom Hocker. Ich sag mal so, wenn man den irgendwie nochmal im Angebot bekommt, letztes Jahr gab es ja, glaube ich, auch wieder so ein krasses Angebot, da gab es den für 44 Euro oder so. Also wenn ihr so ein Angebot kriegt, ne, schlagt zu. Ich meine, der Warenwert ist auf jeden Fall gut, und auch Sachen zum Verschenken hat man dann vielleicht noch mit drin. Vielleicht spricht der Kalender euch auch an und ihr findet den richtig, richtig klasse. Ich finde den ehrlich gesagt nicht so klasse. Ich finde den von Lookfantastic viel schöner, wenn ich das als Beispiel nehmen darf, ne? Ja, für 79 Euro kann ich jetzt aber nicht meckern. Also ganz ehrlich, sind schon schöne Sachen mit dabei, aber der Reißer, der Kracher ist es jetzt nicht. Für jemand, der die Box nicht im Abo hat und auch keine Sale-Boxen oder sowas gekauft hat, ist das bestimmt ein schöner Adventskalender, ne? Also macht euch euer eigenes Bild. Ich denke, für 3 Euro irgendwas pro Türchen ist das auf jeden Fall in Ordnung, gell? Ich lasse euch den Link zu dem Kalender unten in der Infobox drin, könnt ihr sehr gerne schauen. Ja, genau, ansonsten
Weiß ich nicht so richtig. Also der Kalender ist jetzt nicht so, ist nicht so krass irgendwie. Ich würde mich verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Baby, this year, it's just gonna be you and me. Hanging by the